Hi, willkommen zurück zu Star Wars Outlaws mit Kamepixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir sind mitten auf der imperialen Treibstoffstation und versuchen nun an den Datentresor zu gelangen, ohne Alarm auszulösen. Ich weiß nicht, wen wir ausschalten sollen, dürfen, können, um hier auch keinen Alarm auszulösen. Also, guck mal, der bewegt sich. An den beiden, wir können hier rum, ich sehe es schon. Das ist klar. Was war das? Showtime, Kumpel. Gehen wir, das ist Sperrgebiet. Was ist das für ein Ding? Uiuiuiuiui, das war aber ganz schön knapp. Danke, nix. Nein, du musst hoch, du sollst dich nur ducken, verdammt. Boah, das war echt knapp. Okay. Hier ist noch ein Behälter. Okay. So, alles voll. Guck mal, alles voll. Da können wir auf jeden Fall nicht lang. Können wir hier vielleicht weiter hoch? Haben wir was gesehen? Nee, da geht's nicht hoch. Hier würde es runtergehen. Aber hier können wir zumindest ausfahren. Gott, alles voll. Die zwei. Noch eine. Die könnte ich ablenken. So, dann könnte ich hier runter. Ich weiß nicht, was da rechts um die Ecke ist, ob ich da reinkomme. Der da unten an der Konsole sieht uns nicht. Die. Weiß ich nicht. Wie sollen wir da durchkommen? Das sieht mir aber, guck mal, da im Boden sieht aus, als wären da Lüftungsschächte drunter. Das müssen wir ausprobieren, ne? Okay, wir können sie nicht runterschicken. Wir können nichts nicht runterschicken. Wenn ich jetzt hier die Treppe nehme, die sehen mich doch sofort. Ist da der Lüftungsschacht unten? Mit einem Ablenkungsmanöver. Rare. Ich will nicht einfach irgendwas leichtfertig hier machen und dann ist es falsch, ne? Also hier ist kein Türöffner zu sehen. Ich probiere jetzt hier runterzukommen. Da hinten, der hat uns gesehen. Oh nein, verdammt! Ja, ich weiß. Verdammt, alles voll mit Leuten, ey. Wo bin ich jetzt? Ach du Scheiße, hier oben wieder. Na gut, so einen großen Umweg ist es nur auch nicht, ne? Irgendein Weg, es muss doch irgendein Weg da hinten rum geben, warum man da oben auch lang kann, ne? Irgendwas muss es da geben. Okay, versuchen wir diesmal hier lang. Aha. Ein guter alter Lüftungsschacht. Sind wir jetzt hier unter der Treppe, okay. Alles klar. Hier ist nichts. Das ist was Feines, nix.
Was ist da von der Konsole? Explosion? Oh, oh, oh. Können wir hier gerade durch? Da ist doch eine... Eine Bande Hunden hat sich untergeben. Und weißt du warum? Die hatten Angst vor den Serik Bash. Okay, da ist auch noch einer. Hinten rum. Dann da hoch oder so. Ich weiß nicht, ob wir hier geradezu unter dem TIE Fighter durchkommen. Könnte eine Möglichkeit sein. Mal horchen. Okay, die laufen da hinten lang. So, der ist jetzt da. Ich muss warten, bis der weggeht, ne? Und was machen die da hinten? Okay, die gehen auch wieder nach rechts. Das ist gut. So, nur darauf warten, dass er oder sie hier wieder umdreht. Dass ich hier einen Imperialen treffe. Was? Das ist die letzte Warnung. Leg es nicht drauf an. Geht nach dem Beschwatzen nichts? Hier ist nichts. Vorsicht, Kamera. Erstmal kurz entspannen. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Ich guck mal kurz, wo wir hier hinkommen mit dem Lüftungsschacht. Aber ich glaube, wir müssen da hoch. Der wird wahrscheinlich nur die Option sein, hier von links nach rechts rumzukommen. Denke ich. Ja. Wir müssen da hochklettern. Oh, das war knapp. Also beschwatzen. Voll doof, ne? Eigentlich. Der sieht uns ja. Wir quatschen noch mit dem. So, hier hinten links müssen wir hoch, ne? Oh, ganze Patrouille. Das mal bitte sabotieren. Was auch immer das bringt, weil sobald der Alarm ausgelöst ist, wird hier sowieso alles abgeriegelt. Also sobald mich einer entdeckt, ne? Guck mal. Repariert der das jetzt? Wo kommst du denn her? Und das war eins, wo kommst du denn her? Oh, jetzt greift er den an. Nee, das sollte er ja gar nicht. Boah, ganz schön. Oh, oh. Was war das? Komm du auch her. Oh nein. Nix. Du musst sie ablenken, bitte. Die dürfen hier auf gar keinen Fall hin.
Ich glaube, der Weg links rum ist jetzt frei. So, jetzt warten wir, bis der große Trupp unten ist. Wieder abgehauen ist. Ich löse den, ich rufe Verstärkung. Nein, 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 nein. Los, Nix, du weißt, was zu tun ist. Nein, da links ist noch zu viel los. Ja, komm, 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 komm um die Ecke. Oh, oh, aber nicht zu zweit, nicht zu zweit. Nicht zu zweit. Hier ist nichts. Oh, oh. Ach, egal. Oh, oh. Es gibt nichts zu sehen. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Nee, war auch nix. War auch nix. Ich rufe Verstärkung! Nein, tust du nicht. Okay, der Trupp geht weiter links. Was machst du denn? Du hast den Alarm ausgelöst. Was? Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Keiner war ausgelöst. Och, Leute, ehrlich. Da war auch nix. Das zählt aber nicht. Das war jetzt merkwürdig. Sie hat zwar gerufen, aber sie hatte kein Symbol, ne? Knopf. Willst du das haben, Nix? Fein. Hey, schleich mal rüber und hol das. Nee, das ist nicht gut, da komme ich gar nicht rum. Oh, 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 oh. Moment mal. Na ja, lauft ruhig hier jetzt hier vorne hin, dann komme ich da zumindest rum. Bewegung nix, die haben es auf uns abgesehen. Oh nein, warum hat der uns jetzt gesehen auf die Entfernung? Entdeckung nix. Bringt ja gar nichts hier, oder? In Deckung zu gehen. Weil der Alarm jetzt ausgelöst ist, oder? Da, guck da oben. Die löst jetzt Alarm aus. Zack, Alarm ausgelöst. Was machst du denn? Du ja. Hast den Alarm ausgelöst. Ja, tut mir leid, Wacker. Tut mir leid. Tut mir leid, Wacker. Und auf ein neues. Alle guten Dinge sind 17. Ich hätte einfach den Weg nehmen sollen, den ich auch zum ersten Mal gegangen bin, ne? Ach, okay, das geht doch. Das ist mal, ist das mein Betäubungsschuss auf R1? Ah, okay, und der muss sich aufladen. Ah, ja, und dann kann ich auch, da kann ich hoch, das bringt mir ja nichts, ne? Ich kann immer nur einen ablenken, ne? Sehe ich gerade. Willst du das haben, Nix? Ich hätte einfach den Weg gehen sollen, den wir als erst gegangen sind. Also hier in der Richtung. Der war ja relativ erfolgreich. Man darf hier nicht ungeduldig werden. Dann geht man Wege, die einfach zu gefährlich sind. Ne?
Der darf uns auch nicht sehen. Das kannst du mir holen. Schleich mal darüber und hol das. Da ist eine Truppe, da ist eine Truppe. Kann ich hier jetzt einfach eine Rauchbombe zünden? Ich habe da nur eine von mir. So, und der kann nur einen ablenken. Das bringt mir nichts. So, die sind weg. Der dahin. Was ist das denn? Die sehen uns. Oh nee, ist nicht wahr, ne? Ist nicht wahr, weißt du? Dann sieht uns wieder einer hier von sonst wo, ey. Jetzt hat der Alarm ausgelöst. Ne? Ah, das muss man auch noch knacken. Gut, das gut zu wissen. Aha, okay. Ja, schön. Wir kommen ja richtig voran hier. Wenn wir schon mal hier oben sind, ne, und das Ganze irgendwie hier alles in 15-facher Version ausdingsen, wollte ich mal gucken, was ich mit dem. Okay, der Droide geht nicht direkt kaputt. Da unten ist jetzt der. Man kann theoretisch auch gegen alle kämpfen, oder was? Hinten gibt es ja noch eine Konsole, ne? Gehen die denn hinten an die Konsole ran? Nee, ne? Der wirft eine Granate hier hoch. Die lassen nicht locker. Da. Dann schützt ihr den noch nicht mal auf die Entfernung. Okay, verstehe. Wir können auch. Was machst du denn? Du hast den Alarm ausgelöst. Hä, wer hat jetzt den Alarm ausgelöst? Habe ich nicht mitbekommen. Also man kann theoretisch auch kämpfen. Gut, das war jetzt einfach nur ein Test. Ne? Könnte theoretisch auch kämpfen. Dann musst du nur schauen, dass die einfach die Alarme nicht auslösen. Komme ich darüber? Auf diese Plattform runterspringen von da geht nicht, weil da stehen einfach die zwei. Das macht also auch keinen Sinn. Warum man jetzt hier darüber kommt, wird mir aber immer noch nicht irgendwie deutlich. Ich kann den zur Seite schaffen, kann dann darüber schwingen. Aber da ganz hinten ist doch nochmal so ein Schwungdings, ne? Probier es nochmal. So, aber das ist erst da ganz hinten. Hier kann ich zu Fuß drüber springen. Also, was heißt zu Fuß, ne? Ohne das Kletterseil. Probier es mal. So, ich lasse den mal hier vorbei. So, und jetzt. Oh, hat sie nicht gesprungen. Da drüben! Moment mal. Letzte Warnung! Die sind hinter uns her! Okay, ich wollte eigentlich da hochspringen. Da, jetzt kann ich hier. Hier könnte ich das nutzen.
Aber dann lande ich irgendwo da vorne. Dafür muss er hier irgendwo anders sein. Dafür muss der woanders sein. Bewegt er sich jetzt weg? Oh, 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 oh. Was macht er? Jetzt kommt er hier hin. Erst wenn er hier steht, würde ich mich trauen. Jetzt. Ich probiere es einfach. Kreis? Nee. Ich will da oben dran. Aber da komme ich von hier aus gar nicht dran, ne? Da hätte ich da oben sein müssen. Vielleicht versuche ich es einfach nochmal. Blastergewehr brauche ich nicht, ne? Geht sowieso wieder weg, wenn wir irgendwo klettern. Und ich will auch meinen Betäubungsschuss benutzen können. Nein, nein, da will ich gar nicht hoch. So, ich probiere es nochmal da oben rum. Weil irgendwie hat sie nicht richtig den Absprung geschafft. Nein, 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 du sollst dich hocken und nicht immer wieder da runter gehen. Eieieiei, boah, war das heikel jetzt. Das war ja mehr Glück als Können gerade, mehr Glück als Verstand. So. Die gucken gerade weg, das heißt, ich könnte jetzt rüber, dafür muss ich aber der Heinzkopf da hinten umdrehen. Es ist Showtime. Ja, der kann da rüber. Und jetzt. Lass es nicht entkommen! Oh nee, die Musik. Bitte kann ich es von hier öffnen. Komm. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Ich bin der Datentresor. Also gut. Löschen wir ein paar Schulden. Da können wir ran. Können wir noch ran? Können wir was mitnehmen? Mitnehmen, mitnehmen. Nee. Mach schon, mach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Was? Wer? Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Wer ist das? Und wer genau bist du? Was, Nock? Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Okay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen, kein Problem. Was darf's sein? Ja, Pikes anhängen, klar. Crimson Dawn, ruf gut, genau. Ist Crimson Dawn anhängen? Nein, wir wollen es den Pikes anhängen. Also gut, lösch alle Schulden der Pikes, die du findest. Da will wohl jemand, dass Gorak Schwierigkeiten kriegt, was? Ja. Mutig? Sicher. Dumm? Vielleicht. Ich lösche alles und wir treffen uns in meiner Fluchthilfe.
Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Hm. Interessant. Also, Bosnok, wie mache ich das? Beruf den Frachtaufzug. Ob er uns nicht reinlegt? Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. Und jetzt? Oh, aktiviere Bosnoks Schlitten. Da unten? Leute, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig, ey. Kein Alarm auslösen. Unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Das schnellste Triebwerk, das ich je bei einem zivilen Schiff gesehen habe. Okay, da... Die verschwinden da drinnen, kommen die da wieder raus? Keine Ahnung. Kamera ist an. Können die ausschalten? Sehe ich nicht. Was ist mit der Gruppe? Die ist weg. Da können wir den aktivieren. Da ist die Gruppe und die Kamera. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. So, ja klar, natürlich. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich habe die Warnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen die Türen aufzustemmen. Oh, schnell. Scheiße. Ich komm ja schon. Kommen heute noch mehr Pike-Besucher hier durch? Ja, warum lassen wir es fertig? Ja, los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation Sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Thorne weiß schon, was er tut. Bei ihm vorbeigehen, zack, sabotiert. Dieser Sektor ist sauber. Ende. Bosnok, ich hoffe, du hast das gut geplant, ne? Ja, schon klar, Bosnok. Hier ist alles ruhig. Ist hier was zum Sammeln? Was mit Daten? Bezüglich irgendwas wegen dem Buchhalter? Das ist, damit ist doch Bosnok gemeint, oder? Nee, Buchhalter dieser Station. Wird es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich lasse auch mein Zeug nicht hier. Mein Zeug? Das ist... Die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss hier improvisieren, Bosnok. Warte. Gut, ich hab's. Hey, was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Also, wie bist du denn hier gelandet? Eine Impone Sinflomo hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Hey, ein Kling, da kommt jemand.
Bosnok, bist du da? Oh oh. Ich habe gefragt, was du hier machst. Und genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand umlegen würde. Das melde ich. Und ich lass dich nicht aus den Augen. Das reicht. Ich schlage Alarm. Noch mehr Eimerköpfe. Alles klar. Okay, das Ganze gestaltet sich mit Boss noch recht auf. Aufregend, ne? Genau nach Plan. Ja, klar. Reibungslos. Ach, besser. Hat das geklappt? Na, endlich. Komm schon. Scanne Inhalt nach Lieferung. Oh. Nicht erkannt. Autorisierung der Hangar-Kontrollbucht erforderlich. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Hm, verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Nichts leichter als das, oder? Nichts leichter als das. Zeug hochgehüpft. Bewegung, Truppen. Mögliche Eindringlinge in der Nähe des Frachtraums. Oh nein, laufen die jetzt an uns vorbei? Verdammt. Hier ist alles in Ordnung. Tür zu, bitte. Danke. Den Alarm ab, ja. Lenk sie ab, Nex. Lass das nicht erwischen. Ja, mit der Faust gegen den Helm, weißt du, wie dir die Faust wehtut danach. Sehr gut, nix. Option. Oh, Credits. Okay. Okay, 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 okay. Gut, das haben wir. Oh, da ist die Pioneer. Es ist nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit. Bleibt dran, es bleibt spannend. Bis bald.